Wir haben eine Quest beendet und eine neue Quest erhalten. She wanted my dad's childhood toy. Miss Grinchworth knows me by my surname. The pictures in the orphanage suggest that someone from my house once made them. The plot thickens. So, wollen wir mal schauen. The girl showed me the location of the buried treasure on my map. Genau, sie hat uns da was von erzählt, dass es irgendwo im Wald wäre. So, und da kommt jetzt wiederum der Knackpunkt. Wenn dich ein Geist in den Wald schickt. Okay, aber wo denn da? Out of the forest? Das ist ja wieder, ne? Das heißt, hier irgendwo gibt's da was zu graben, oder was? Moment, Moment, hier. Achso, nee, das war, glaube ich. Nee, 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 nee. Pumpkin Gate, nee, das ist, glaube ich, auch nicht. Hier hatten wir, glaube ich, nichts zu tun. Moment, hier. Was ist das? Das ist das. Draw Key. Und ein Gambier. Damit fehlt uns nur noch ein Kürbissamen und ein Steinchen. So. Das heißt, ah, nee. Das machen wir jetzt vielleicht einfach mit dem Kärtchen. Gehen wir Staircase of Doom Orphanage. Ja, das können wir machen. Gehen wir. Über die Karte hin geht einfach schneller. Wir sehen da vielleicht weniger von der Umgebung, aber naja, weißt du. Yay! Plastikbag. Für das Gürkchen vielleicht. So, was haben wir hier? Aha. Something came up. Meet us in Lemuel's Cafe around midnight. Just hope. He won't find about Judith's special spider by then. Something came up. Etwas kommt nach oben. Aha. So, die dritte Schublade, die ist leer. Die unterste Schublade, die hat Atticus Van Hellos. Moment, was? Release at the age of 18, wie das richtig sehe, 18. Major Talents, snooping around, avoiding obligations, running away unnoticed. Major Flaws, daydreaming, also Tagträumer, was also. Shoegazing, talking back, wenn ich das hier richtig lesen kann. Aha. Also gut, machen wir hier mal wieder zu. Aber das hier. Jetzt würde ich erstmal sagen, eins nach dem anderen. Wir haben hier. So. Können wir die Steinchen da einsetzen. Und es ist vollständig. Von der Form her allerdings muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Aha, also doch. Irgendwas hat sich getan. Aber was? Irgendwas? Aha. Lockpick. Damit hat sich dann das Schränkchen wohl erledigt. Gab's jetzt nicht noch irgendwas, was ich knacken wollte? Nein, ich glaube nicht, oder? Nee. Okay, schauen wir mal. I should have known. Could it be that my dad is somehow responsible for Halloween disappearance? Is he the leader of the ring? Das mit dem Leader of the Ring erinnert mich jetzt gerade an was. Da lässt sich wunderbar in Erinnerung schwelgen. My dad is having
everything to do with the disappearance of the Halloween. I'll investigate further. Natürlich bleiben wir da dran, auf alle Fälle. If my dad is at Lemuel's, that means I can go home and try to disenchant the World Wide Web. Ach so. Und das mit Lester füttern, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, weil, so auf Knochen habe ich ja bis jetzt noch nichts gefunden. Lobby, House, Front. Das heißt, ich komme jetzt da rein, oder was? Okay. Ach so. Still locked. And still locked. Kitchen Key. Warte mal ganz kurz. Haben wir nicht irgendwo? Hatten wir nicht irgendwo? Ups, nein, das wollte ich nicht. Ins Menü wollte ich nicht. Haben wir nicht irgendwo einen Schlüssel bekommen gehabt? Ach so, nee, das war ja. Was? Pick, lock, lock, pick, make no sound and be quiet, sick, quick. Entschuldigung. Means are just when the goals are near, so say the Niccolo the Pamphleteer. Okay. Okay, den ralle ich noch nicht so ganz. Aber kommt noch, kommt noch. Immer ist noch am anderen. Okay, ganz ehrlich, ich weiß es gerade noch nicht. Pick a lock, lock a pick, make no sound and be quiet quick. Es hat sich bis jetzt nicht anders angehört, ne? Oder muss ich warten, bis die jeweils wieder unten sind? Ich versuche halt auch gerade irgendwo leise zu sein und zu hören, was da passiert. Was haben wir denn ansonsten noch? Mrs. Kitchen, Mrs. Flat, werden wir noch fündig werden. Jetzt ist halt tatsächlich wirklich die Frage, in der Küche mit dem Beutel die Gürkchen einsammeln. Komm, wir gehen mal eben Gürkchen einsammeln. Wir können hier ja gleich wieder zurückgehen, das ist ja kein Problem. Aber, hervorragend. Ich hoffe allerdings, er will das nicht in den Backofen stecken. Der Raum. Was hatten wir hier noch? Wir hatten doch, glaube ich... Oh, bong bong. Wir hatten doch hier, glaube ich, gar nichts mehr, oder? Oh, das würde ich so nicht sagen. Die Frage ist nur, wie man da rankommt. Im Zweifelsfall würde ich immer sagen, nimm die Axt. Okay, just another service provided by our friendly neighbor. If I had superpowers, I wouldn't need any out of reach web. I heard about web designers, but this is just ridiculous. Ach so, das heißt, ja, aber warte mal. Die Schere auch nicht. Okay, that's a little bit skurril und so. Also wir sollen auf jeden Fall was mit diesem Spinnennetz anfangen. Was haben wir sonst noch? Eigentlich so gesehen nix. Nicht mal im Café. Apropos Café. Café Front, Lemuel's Café. Also nicht mal hier. Aber hier im Endeffekt ja eigentlich auch nicht. Also es ist schon drin und es ist schon dieses Spinnennetz. Ich habe ehrlich gesagt nur keinen Plan. Habe ich das vorher nicht? Ach, das wollte ich, glaube ich, oder? Oh. Ach so. Bad Hair.
Spider-Rap. Sleep now, little bloodsucker. You had a rough day. Der schläft nur. Kann ich ihm das glauben? Na gut. Halloween Book. So, hier die Lobby. Tja, wir sind wieder an Ort und Stelle und ich überlege. Na gut, wir probieren es jetzt einfach mal, würde ich sagen. Aber. Mehr, ich bin mir. Nee. Fehlt da vielleicht noch was? Ja, das werden wir mal sehen. Wir machen mal weiter im Text. Schauen mal eine Runde ins Halloween-Buch. Nein? Achso, ich dachte, er will jetzt vielleicht. Uns fehlt ja immer noch ein Kürbissamen. Merke ich das so bei Gelegenheit. Hey, maybe I should be a web designer. I like about six legs, huh? But it's telling me something. Ja, es kann sein, dass es auch mir gewissermaßen etwas erzählt. Komm, Zweifelsfall, immer die Axt, aber leider nein. Was zum Geier kann ich mit den Spinnweben anfangen? Im Halloween-Buch. Was soll ich denn hier? Eieiei. Ich gehe mal eine Runde shoppen. Ich gehe mal eine Runde shoppen. Kann ich die jetzt? Yes! Danke. Das haben wir verkauft. Ach so, nee, das ist sold vom Kriege ich die auch noch? Mist. Mist. Nee, nehme ich dann auch nicht. Das hier funktioniert. Okay, ich bin ja schon ruhig. Go to backyard. So, die Kürbisse. Die Hände. Wo könnten die Hände hinkommen? Aber warte mal, wir haben die Hände doch. Bleibst du jetzt da? Hier. Gehirn. Naja. Kann man so lassen. Dann haben wir hier noch Strong Man. Okay. Haben wir alles verteilt, ne? Ja. Haben wir. Back to Game, Back to Shop glaube ich nicht, weil uns gehen wieder die Bonbons so ein bisschen aus. Ach, ich kann blättern. Gut, dass wir mal drüber geredet haben, ne? Three-day festival that included forced labor, starving of the children and a collection of customs that would make your hair stand on end was forced upon the unfree children of the world. It was the pinnacle of a year-long exploitation cycle and a demonstration of powerlessness among the children.